Mahlzeit. Mal zum Thema Statistik wieder. Und zwar, was sind Artefakte in der Statistik? Und was ist das sogenannte Simpson-Paradoxon? Wenn man bei Google nachguckt, Artefakt eingibt, dann ergibt sich, das ist ein Adjektiv, wieder mal Oxford Languages, künstlich hervorgerufen. Zum Beispiel von Krankheiten und Verletzungen zum Zwecke der Täuschung. Oder Wikipedia, komme ich dann gleich drauf. Aber gucken wir mal, was Artefakt eigentlich oder woher das kommt. Ars oder Artis, das Handwerk. Die Art Kunst, könnte man auch sagen. Und Faktum ist etwas, was da ist, also das Gemachte. Und das steht für allerlei, aber zum Beispiel in der Diagnostik scheinbar jedoch unbeabsichtigt künstlich herbeigeführter Kausalzusammenhang, also kausal. Ein Grund wird gesucht, wird ermittelt und da gibt es einen Zusammenhang. Also wenn dann zum Beispiel sind solche typischen, wenn ich viel esse, dann werde ich dicker. Sowas wäre ein Kausalzusammenhang. Oder in der Fotografie unbeabsichtigter Unterschied zur Bildquelle. Oder Artefakte kennen wir manchmal vom Bildschirm, dass da welche Pixel drauf sind, die eigentlich gar nicht hingehören, die aber unbeabsichtigt Fehler hervorrufen. Oder in der Sozialforschung Verfälschung von Messergebnissen. Oder in der Technik ein unechtes, durch Eigenschaften der Methode hervorgerufenes Ergebnis. Also wenn ich einfach Fehler mache in der Konstruktion und mich dann wundere, dass es nicht geht, mal ganz locker gesagt. In der Computergrafik, ne, sichtbare unerwünschte Anzeige in digitalen Bildern, also wenn so ein Bild mit Moiré, also mit so einem Muster durchlaufen ist, oder. Oder, ja, gehen wir mal auf Artefakt noch weiter ein, und zwar nochmal, so wie es auch schon bei der Startseite war. Artefakt nennt man in der Diagnostik einen scheinbaren, jedoch unbeabsichtigt künstlich herbeigeführten Kausalzusammenhang, zum Beispiel durch Fehler bei der Datenerhebung oder Auswertung. Oder bei der Dokumentation oder Interpretation. Artefakte sind durch menschliche oder technische Einwirkungen entstandene Produkte oder Phänomene. Also Phänomene sind, ja, man gebraucht es zu oft, sind also Erscheinungen. Sie sind wissenschaftlich wertlos, weil sie nichts über den eigentlichen Untersuchungsgegenstand aussagen, sondern lediglich eine diagnostische Fehlerquelle darstellen. Ja, man kann es aber auch so oder so nennen. Ne? Und jetzt, ich hatte mal früher vom Simpson-Paradoxon gehört und darauf gehe ich mal kurz ein. Wenn ich zum Beispiel, also Simpson war ein Forscher, wenn ich zum, eine, hier ist ein schönes Beispiel auf Wikipedia, wenn ich zum Beispiel sage, eine Fahrschule hat zwei Prüfungstage mit folgenden Ergebnissen. Und zwar männliche und weibliche Prüfungsteilnehmer bestanden haben am ersten Tag einer von den Männern. Am zweiten Tag zwei, das macht also insgesamt an beiden Tagen drei. Ja, bestanden haben also gesamt einer, in diesem Fall gesamt drei und dann vier und so weiter. Das ist ein bisschen komisch und ich könnte ja jetzt sagen, ja, 25% Durchfallquote, ne? Drei von vier sind durchgefallen, haben bestanden, also ist die Durchfallquote das Gegenteil, also 25%. Und bei den Frauen waren es 20%. Aber noch schärfer kann man es machen, dieses Paradoxon herbeiführen, wenn man unterschiedliche Summen nimmt. Wenn ich jetzt zum Beispiel zufälligerweise am ersten Tag und zweiten Tag nur ganz wenig Männer und ganz viele Frauen habe, dann sieht die Durchfallquote nämlich schon ganz anders aus. Also hier 1 von 2, 1 von 2. Aber wenn ich hier 999 bestanden habe von 1000, die teilgenommen haben, habe ich nur eine Durchfallquote von 0,1%. Machen wir das mal ein kleines bisschen anders. Ich habe das mal anders herbeigeführt. Und zwar, wir nehmen mal spaßenshalber einfach das Wort Schnupfen und nehmen eine Stichprobe von 100 Leuten. Und wir führen jetzt so ein Artefakt wie hier künstlich mal herbei. Und es geht um die Mortalität, also wie tödlich ist der Schnupfen. Jetzt sagen wir, früher ist meinetwegen einer von 100 gestorben, also wenn er Schnupfen hatte, wir nehmen es mal so an. Das wäre also 1 von 100 macht 1%. Heute sage ich, Mensch, Donnerwetter, 10 von 100 sind gestorben, das macht sogar 10%. Na, das ist ja ein Ding.
Und jetzt kommt so ein kleines bisschen in Anlehnung an dieses Beispiel, wie habe ich mir die Leute geschnappt? Ich habe mir eine Stichprobe von 100 Leuten geschnappt und früher habe ich gesagt, ich nehme 100 von 80 Millionen. Habe ich ein 80 Millionstel. Heute nehme ich mir aber, und jetzt kommt der statistische Fehler, ich nehme mir nur 100 von 8000. Wenn ich jetzt diese beiden Brüche vergleichen will, ein 80 Millionstel und 10 8000stel, dann wird es deutlicher, wenn ich erweitere mit, oh, hier habe ich noch eine Null vergessen. Dann wird es noch schärfer. Kleinen Moment, ich mache das mal nach. So, weiter. Ich habe das also nochmal verbessert. Hier ein 80 Millionstel und hier habe ich mit, ich hatte hier oben vergessen, noch eine Null mit ranzuhängen. Also muss ich hier, um auf 80 Millionen zu kommen, muss ich hier erweitern mit 10.000, hier oben auch. Und dann habe ich 100.000 von 80 Millionen. Und schon sieht das ganze Ergebnis natürlich wesentlich dramatischer aus. So kann man sich also eine Art Simpson-Paradoxon selbst herstellen. Es kommt also wirklich darauf an, was nehme ich mir und wie gehe ich davor. So, gegen solchen Wahnsinn müssen wir natürlich was tun. Das steht in der Videobeschreibung und hier rechts kommt wieder der Link dazu, wie ich mit dem Handy in die Videobeschreibung komme, was wir alles tun. Und links der Link zum Video, wo ich kommentieren kann. Also ich nicht, aber ihr. Also, habt einen schönen Tag. Denkt einfach mal über dieses Simpson-Paradoxon nach. Also, bis dann. Tschüss.